Okay, sorry für die Unterbrechung. Hier wurde gerade eine halbe Stunde lang gebohrt in irgendeinem benachbarten Raum. Ja, das war einfach zu laut. Wir waren bei der Fallbeschreibung. Und genau, insgesamt fragen wir uns also, wie die Auswirkungen der verschiedenen Nachführungsregeln ökonomisch zu beurteilen sind. Äquivalent wäre die Frage, was würden die Parteien vereinbaren? Hier haben wir nochmal eine grafische Darstellung des Falls. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist einfach nur eine Hilfe für Sie, die Strukturen besser zu verstehen. Und wir schauen uns jetzt an, wie man das lösen kann. Wir haben also erstmal 9 verschiedene Fallkonstellationen. In den Spalten haben wir jeweils die Varianten A, B, C, also die Fallvarianten, mit den unterschiedlichen Preisen, die der K2 anbietet. Zur Erinnerung, in A ist der Preis, den K2 bietet, 120.000 Euro, in B haben wir einen Preis von 170.000 Euro und in C ist der Preis auch 170.000 Euro und der K verliert zusätzlich, und zwar nicht nachweisbar, 50.000 Euro. In den Zeilen unterscheiden wir zwischen den verschiedenen Formen des Schadenssatzes. Wir haben einmal die Haftung auf das negative Interesse, Haftung auf das positive Interesse und Haftung auf das stellvertretende Kommodum. Zur Erinnerung, was ist das negative Interesse? Das ist der Vertrauensschaden. Mit anderen Worten, die Partei sollte so gestellt werden, wie wenn sie den Vertrag nie geschlossen hätte. Das wären hier im konkreten Fall die 10.000 Euro für den Sockel. Was wäre der Schadensersatz für das Positive, auch das positive Interesse? Da geht es darum, dass die Partei so gestellt werden soll, als wäre der Vertrag erfüllt worden. Hier müsste man den K1 also so stellen, als ob er die Bohrmaschine erhalten hätte und seinen Gewinn von 50.000 realisiert hätte. Bei Kaufkosten von 100.000 für die Bohrmaschine und den zusätzlichen Kosten für den Sockel von 10.000 können wir also insgesamt von einem Erlös von 160.000 Euro ausgehen. Und in der letzten Zeile, was ist jetzt die Haftung nach dem stellvertretenden Kommodum? Diese Haftung bezieht sich auf das, was der V zusätzlich erhalten hat durch die Nichterfüllung des Vertrags. Also, wenn wir annehmen, dass der K1 schon bezahlt hat, 120.000 in der A. Und in der B und der C wären das jeweils 170.000. Das sind die verschiedenen Fallkonstellationen, die wir uns anschauen müssen. Für diese 9 Fälle müssen wir uns jetzt überlegen, wie die ursprünglichen Vertragsparteien den ursprünglichen Vertrag ausgestalten sollten, um einen ökonomisch sinnvollen Vertragsbruch hinzukriegen. Das heißt, wir müssen zunächst überlegen, wo die Bohrmaschine effizienterweise am Ende landen sollte. Und das ist dort, wo sie den höchsten Nutzen stiftet, und daraus könnte man eventuell die Verlierer des Vertragsbruchs kompensieren. Und dann hätten wir eben eine Caldo-Hicks-Verbesserung. Dementsprechend schauen wir uns jetzt erst an, was denn für jede Fallvariante die Caldo-Hicks-effiziente Zuordnung der Bohrmaschine wäre. Und dafür betrachten wir den Wert der Maschine, wenn das Gerät entweder bei K1 landet oder bei K2. Erstmal in der Fallvariante A. Was ist, wenn die Bohrmaschine bei K1 landet? Die Maschine ist dem K1 auf jeden Fall den Kaufpreis von 100.000 wert. Zweitens den Gewinn, den er damit erzielen kann, von 50.000. Und drittens die 10.000 für den Sockel. Insgesamt haben wir also einen Wert der Maschine von 160.000 beim K1. Was ist der Wert der Maschine, wenn sie bei K2 landet? Dort haben wir einen Kaufpreis von 120.000 plus die 10.000 Euro, die an Gewinn dabei rausspringen. Das heißt, ein Gesamtwert von 130.000 Euro. Sie sehen, der Wert der Maschine ist höher bei K1, also sollte nach Caldo-Hicks-Kriterium die Maschine bei K1 landen. Das wäre das effiziente Ergebnis.
Genauso können wir das bei der B, bei der Fallvariante B jetzt durchrechnen. Bloß dass der Kaufpreis des K2 jetzt eben 170.000 wäre und somit der Wert der Maschine 180.000. Da sehen wir, beim K1 ändert sich nichts und bei K2 haben wir jetzt eben einen Gesamtwert von 180.000, sodass jetzt nach Carlo-Hicks-Kriterium es effizient wäre, dass die Maschine bei K2 landet. In Fallvariante C kommen wir in K1 dann noch zusätzlich der Schaden von 50.000 auf den Wert der Maschine drauf, macht insgesamt 210.000. Und bei K2 bleibt es bei einem Wert von 180.000, sodass wir in der Fallvariante C das Ergebnis haben, dass es effizient wäre, wenn die Maschine wieder bei K1 landet. Okay, das ist quasi das Sollergebnis. Jetzt können wir uns anschauen, wie unterschiedliche Haftungsregeln wirken und ob sie effizient wirken. In der ersten Zeile geht es um den Ersatz des negativen Interesses. Zunächst also bei der Variante A, bei der ersten Spalte. Was überlegt sich der V, wenn der K2 aufgetaucht ist und ihm jetzt auf einmal 120.000 bietet? Der V könnte an K1 liefern, dann bekommt er 100.000 für die Maschine. Der V könnte auch an K2 liefern, dann bekommt er die 120.000 für die Maschine, muss aber Schadensersatz in Höhe von 10.000 an den K1 zahlen. Das ist das negative Interesse. Was macht der V? Natürlich liefert er an K2 und zahlt dem K1 10.000 € Schadensersatz. Alternativ könnte der V auch mit dem K1 nachverhandeln und einen Preis von mindestens 111.000 verlangen. Egal, was er macht, das Ergebnis hier in der A bei Ersatz des negativen Interesses ist ineffizient. Denn wenn die Maschine bei K2 landet, ist das ineffizient. Oder wenn nachverhandelt wird, ist es auch ineffizient, denn dadurch entstehen zusätzliche Transaktionskosten der Nachverhandlung. So, und wenn wir jetzt in der Vorlesung wären, würde ich Ihnen jetzt 5 Minuten Zeit geben, sich zu überlegen, was in den übrigen 8 Fällen rauskommt. Genau das machen wir jetzt auch. Allerdings sollten Sie das Video natürlich anhalten, wenn Sie sich das überlegen. Ich werde jetzt nicht 5 Minuten lang schweigen. Und wenn Sie soweit sind, einfach weiter abspielen. Und wir machen jetzt weiter. So, bei der Übereignung. Nee, nicht hier. Wie sehen die weiteren Ergebnisse also aus? Bleiben wir in Fallvariante A und wechseln aber zu der Haftung des positiven Interesses. Wie entscheidet sich der V jetzt? Wenn er ein K1 liefert, erhält er 100.000. Wenn er ein K2 liefert, erhält er 120.000, muss aber Schadensersatz leisten in Höhe von 50.000 für den entgangenen Gewinn und zusätzlich noch 10.000 für die vergeblichen Aufwendungen. Macht unterm Strich 60.000. Er vergleicht also 100.000 mit 60.000. Kriegt also mehr, wenn er seinen ursprünglichen Vertrag honoriert. Und wird die Maschine also an den K1 übereignen. Und das ist auch effizient, denn die Maschine sollte ja auch bei K1 landen, weil da der Wert am höchsten ist in dieser Fallkonstellation. Wie sieht es in dieser Spalte A jetzt aus bei der Haftung auf das stellvertretende Kommodum? Naja, bei Lieferung an den K1 erhält der V 100.000 immer noch. Bei Übereignung an K2 erhält er 120.000. Die aber direkt wieder an den K1 abgeben muss, denn das ist ja genau das, was er durch den Vertragsbruch gewonnen hat. Und erhält dann wiederum 100.000 von dem K1 zurück als ursprünglich vereinbarten Kaufpreis. Und natürlich findet der V es besser, an K1 zu liefern, direkt an K1 zu liefern, macht auch Sinn, weil er ja in diesem Fall bei dieser Haftung immer alles, was durch den Vertragsbruch erlangt wird, herausgeben muss. Auch dieses Ergebnis ist effizient und zwar ohne Transaktionskosten der Nachverhandlung. Kommen wir jetzt zu der zweiten Spalte, also da, wo der K2 170.000 zu zahlen bereit wäre. Und aus unseren vorigen Überlegungen wissen wir ja, effizient wäre es jetzt, wenn die Maschine bei K2 landet. In der ersten Zeile, wo nur das negative Interesse ersetzt werden muss, hat er weiterhin.
Thank you.